Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Tut mir leid, dass letzten Sonntag nichts online kam, aber das lag daran, dass ich eine Woche krank im Bett lag und somit nicht drehen konnte, nichts schneiden konnte, gar nichts machen konnte. Deswegen gibt's heute von mir ein Video. Mal wieder. Und ich habe dieses Mal meine Top 5 Produkte unter 5 Euro. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los. Ich muss euch unbedingt dieses Micellenwasser empfehlen. Das ist einfach der Wahnsinn. Das reinigt euer Gesicht super. Als nächstes muss ich euch unbedingt diese Lippenstifte hier von Essence empfehlen. Ich habe davon einfach eine Menge. Die sind einfach der Wahnsinn. Als nächstes möchte ich euch diese Mascara empfehlen. Das ist eine von Catrice, die Glamour Doll. Super empfehlenswert. Super duper. Und dann habe ich noch meine EOS Lip Balms. Die sind auch so toll. Die machen einfach, pflegen eure Lippen wirklich super. Nein, Spaß. Ich wollte natürlich nicht so ein Video machen, wo ich euch 5 Produkte zeige, die einfach jeder zeigt. Das ist einfach... Warum zeigt man in einem Video Produkte, wo ich schon jeder weiß, dass ihr eh jeder liebt? Also finde ich es ein bisschen unnötig. Deswegen zeige ich euch meine 5 Produkte, die noch kaum einer kennt und glaube ich. Und ich sie meiner Meinung nach wirklich sehr, 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 sehr gut finde. Und ja, legen wir direkt mal los. Als erstes habe ich hier dieses Deo hier. Das ist von Sebamed. Das ist dieses frische Deo. Und ich habe, das ist jetzt schon meine 3. oder 4. Flasche. Und es ist Bombe, wirklich. Ich hatte immer übelste Probleme mit meinem Schweiß irgendwie. Also, es hört sich jetzt ein bisschen eklig an, aber ich konnte den einfach nie irgendwie stoppen. Und ich wollte auch keine Aluminium-Deos verwenden. Und das da, ohne Scheiß, ihr macht euch das früh hin und es hält bis abends durch. Ihr habt keine irgendwie Schweißflecken oder sonst was. Und das, ja, das ist einfach echt super. Das kostet um die 2 Euro und das kann ich euch nur empfehlen. Das ist echt super. Als nächstes hier die Catrice Camouflage Cream in Liquid. Ich finde die echt gut. Die hält den ganzen Tag und ja, die ist zwar ein bisschen teurer, um die 3-4 Euro, aber ich finde die echt gut. Und wenn ihr eine sucht, die gut ist, dann kann ich euch die empfehlen. Ich habe da die 0,20 und ich bin sehr, sehr hell, aber die ist noch heller. Dann noch was, was vielleicht viele noch nicht so kennen. Das ist von Playboy die Duschgele. Das ist die echt, die sind echt sehr, sehr gut. Ich kann die euch sehr empfehlen, weil ich mag das nicht, wenn ich dusche. Dann rieche ich an mir und dann riecht man einfach nichts mehr von dem Duschgel. Und bei denen ist es so, den ganzen Tag riecht ihr wie einparfümiert. Und das finde ich einfach toll, weil die riechen so nach so gutem Parfum. Und die kosten auch nur um die 1-2 Euro. Die sind echt top. Also riecht dann dreimal im Laden und so werdet ihr auch nach dem Duschen noch riechen. Das ist echt toll. Ja, die sind echt super. Dann, wenn ihr sprüchige Nägel habt oder sonst irgendwas, dann... Kauft euch diese Teile, die sind der Hammer, ohne Scheiß. Ich hatte die in der Box, das heißt, ich musste sie ja nicht bezahlen selber. Die sind super, die kosten jeweils 2,45 €, also sind wir noch unter 5 Euro. Aber die, das ist dieser The Gel Nail Polish Base Coat und Top Coat. Wenn ihr die hinmacht, hält euer Nagellack so lange, wie ihr das wollt. So über eine Woche hält der locker durch, auch wenn eure Nägel die brüchigsten der Welt sind. Damit hält es und ihr könnt, ich verwende es meistens mit dem Gel. Look-Nagellacken, jetzt habe ich einen drauf mit den Color & Go und die hält, einfach super. Als nächstes muss ich euch noch einen Eyeliner zeigen, den habt ihr schon in ein paar Videos von mir gesehen, aber der ist einfach super. Das ist der Catrice Liquid Liner Waterproof, das ist der beste Eyeliner, den ihr in der Drogerie finden könnt, meiner Meinung nach. Er hält super, es ist super einfach damit, sich einen hinzumachen. Ich hatte immer Filz-Eyeliner, bin auf den umgestiegen, mit dem funktioniert alles super, wirklich. Ich kann euch den empfehlen. Schaut ihn euch an, er kostet zwar 4 Euro, aber er ist schon echt gut. Und keine Ahnung, wie viel ich davon schon hatte. 8, 7, 8 oder so, keine Ahnung. Der ist wirklich gut, also schaut ihn euch unbedingt mal an. Und das war's jetzt mit meinem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, es ist ein bisschen kürzer geworden als sonst. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.